Ortrud Tornow hier auf der Bühne begrüßen zu können. Ortrud Tornow ist eine erfahrene Management-Trainerin vom DAX 30-Unternehmen bis zum kleinen Schreiner. Zum Live-Coaching, genau. Bis zum Live-Coaching 1:1. Und heute wollen wir von deiner Erfahrung profitieren. Tipps zum Netzwerken. Ja, wenn ich so in die Runde gucke bei Ihnen, dann sehe ich zum Thema Netzwerke knüpfen, halten und vor allen Dingen auch nutzen, gibt es nicht viel Neues, was ich Ihnen erzählen kann, denn Sie wissen schon alles. Das ist ja eigentlich ein alter Hut und wenn man so drüber nachdenkt, was gibt es da zu erzählen? Aber einen Tipp will ich mal am Anfang sagen. Wussten Sie, dass die Menschen zwischen 32 und 39 Jahren am offensten sind, zu netzwerken, in Gemeinschaften reinzugehen und auch dort diese auch zu pflegen? Wer ist denn in dieser Zielgruppe drin heute Abend? 32, 39? Aha, guck mal. Super, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich habe Ihnen heute Abend neben so klassischen Sätzen, so wie Sie nachher hören werden, auch so ein paar Gedanken aus dem Thema Chirologie mitgebracht. Also es wird ein bunter Abend, ich sehe es jetzt schon und es ist prima. Sie wissen schon, dass gute zwischenmenschliche Beziehungen vor allen Dingen davon abhängen, wie es mir gelingt, anderen Menschen ein gutes Gefühl zu verschaffen. Und das ist gar nicht so einfach, denn Kontakt kommt vor Kontrakt. Kontakt kommt vor Kontrakt. Wie komme ich in Kontakt mit anderen Menschen? Jeder, der schon mal mit mir in meinen Seminaren war, kennt meine Regeln für ein geglücktes Leben. Das wichtigste Wort ist Klarheit, Klarheit der Ziele. Wo will ich eigentlich hin? Welche Vision habe ich? Kann man einen ganzen Tag Training machen dazu. Das nächste ist die Klarheit der Ausgangsbasis. Ist schon schwieriger. Der realistische Blick auf sich selber, was habe ich, was brauche ich noch, was könnte ich noch gebrauchen, fällt schon schwer, mal kritisch drauf zu gucken. Und am schwierigsten ist die Einsicht, dass ich nicht selber alles können muss, sondern ich brauche gute Netzwerkpartner, die das haben, was ich vielleicht noch nicht selbst habe. Aber da merkt man schon, das ist schon eine hohe Stufe der persönlichen Weiterentwicklung zu erkennen. Ich muss nicht warten, bis ich alles drauf habe, sondern gucke, wo ergänzt sich das. Sie wissen alle, dass es heute Teilen, Shopsharing, Sharing ein Thema ist. Selbst beim Wissen teilen ist es im Netzwerken, hört schon manchmal auf. Ein Wissen weitergeben und die Dinge auch weitergeben. Deswegen Klarheit unabdingbares, welche Fähigkeiten brauche ich, um heute im Netzwerken überhaupt zu bestehen. Und am Ende scheitert es oft an der Klarheit der Konsequenz. Und wenn ich jetzt mal so schaue, die Social Medien, alle die wir kennen und es sind ja davon ausgebildet mit Smartphone, Twitter, Facebook, Google Plus, wie sie alle heißen, nutzen wir weltweit und wir kommen weltweit in Kontakt. Das ist gut und wir kommen auch leicht in Kontakt. Denn wenn man überlegt, ist es manchmal ein Klick, den wir nur zu machen haben und bestätigen etwas. Und genauso leicht ist es auch, einen Klick zu machen, löschen, tut nicht weh. Viele nutzen diese Plattform leider noch nicht. Wir brauchen die mehr denn je, weil die Zukunft wird dahin gehen. Sich damit vertraut zu machen, können wir alle nicht selber. Dafür sind heute Abend auch viele Netzwerkpartner da, die uns da ergänzen, die uns dies gilt auch hier zu nutzen. Ich merke immer wieder in meinem Umfeld und wenn ich mit den Leuten spreche, dass digitale Netzwerken alleine manchmal ganz schön einsam macht. Es ist wichtig, mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen. Nach wie vor ist der Wunsch nach Gesellschaft und angenommen sich zu fühlen ein wichtiger Punkt. Es fängt an, mit dem Mut, auch hier mit fremden Menschen in Kontakt zu gehen. Ich habe mir erst überlegt, als ich so geschaut habe, wo stehen Sie unter den Gleichaltrigen oder haben Sie schon gemischt? Also ich freue mich, dass wir hier so weit sind, dass wir wirklich ohne Bedenken aufeinander zugehen und wirklich voneinander lernen. Das ist ein wahnsinnig schönes Erlebnis für mich, das heute hier zu haben. Gerade der Kontakt, ich habe eine Firma, die hat 3000 Mitarbeiter und die habe ich letztes Jahr begleiten sollen, gerade den Außendienst und den Außendienst aufzubauen, um die Qualitäten zu machen, auch die Key-Accounter. Zeitgleich ist eine neue Geschäftsführerin, eine Vertriebsgeschäftsführerin eingestellt worden. Ich kannte sie, zumindest vom Namen, noch aus einer anderen Firma, in der ich auch tätig war. Als ich die Mannschaft am Anfang hatte, habe ich gesagt, so, jetzt mache ich mit denen mal eine Übung und ich sage,
sagte zu denen, weil ich wusste, dass geplant war ein World Café, damit alle Leute sich kennenlernten, gerade zum Beginn und zum Start, wenn die junge Dame, wenn die Dame kommt. Dann habe ich zu denen gesagt, jetzt machen wir eine Übung. Ich kenne sie nicht, wir machen hier auch so als Kontaktbörse. Und wir treffen uns zufällig und ich frage nach, wer sind Sie eigentlich, was machen Sie denn so? Und das sind so die schwierigsten Minuten, um auf den Punkt zu bringen, was sage ich eigentlich über mich? Für die, die nachher hier auf dem Catwalk würden, haben sich hoffentlich gut vorbereitet, denn 80% liegen in einer guten Vorbereitung, hier das Richtige zu sagen. Das nehme ich Ihnen jetzt wieder weg. Ich weiß, es sind Fragen vorbereitet. Sie werden nur gefragt und Sie sagen das da drauf. Also Sie müssen das nicht ganz können. Was ich nicht kenne, kann ich auch nicht können. Und so, wenn es ein Thema. Wir haben das von den jungen Leuten, von diesen Menschen, waren nicht nur junge, waren auch alle Altersstufen dabei, aufgenommen und per Video nachher analysiert. Begeistert war kaum einer von denen, was sie damit von sich geben und wie sie vor allem für eine Figur gemacht haben. 80% liegen in einer guten Vorbereitung. Märkte, Unternehmen und Netzwerke und Menschen schwingen miteinander. Auch ich habe heute Abend bemerkt, wie der ein oder andere doch sehr miteinander im Schwung war. Wir merken, dass wir alle ein System sind, in Systemen schwingen und miteinander auch einen Gleichklang haben können. Und wir merken auch, wenn in einem System zwei nicht funktionieren. Das merkt man in einem Marketingverein, in einem Netzwerk. Wenn zwei Menschen nicht miteinander können, es strahlt aufs gesamte System. Wenn Sie heute Abend hierher gekommen sind, und ich weiß, es ist der dritte Netzwerkabend, der hier zusammengekommen ist, die beim ersten Mal dabei waren, haben gewiss heute Abend ein anderes Ziel als beim ersten Mal. Eins steht auch fest, Bedeutungen in unserem Leben verändern sich, oft unbewusst. Es kann sein, dass vor 3 Jahren Ihnen was ganz anderes wichtig war als heute. Das wird oft nicht so wahrgenommen. Denken Sie mal dran, wenn Sie ein Auto kaufen. Das kaufen Sie mit 25, 26 anders als mit 35 und wieder anders mit 45 und wieder anders auch mit 58. Ich fahre heute ein Auto, das hätte ich eigentlich vor 15 Jahren fahren müssen, als ich ein Kind, einen Hund hatte. Damals hatte ich einen Zweisitzer, heute habe ich einen mit 4 Türen und habe auch hinten mit Heckklappe. Wer heute noch verdenkt, mit dem klassischen Verkaufen die Menschen abholen zu können, nach der sauberen Bedarfsanalyse, was brauchen Sie, wie ist es, wie sind Sie familiär, fällt oft auf die Schnauze. Weil das ist nicht mehr das Thema. Heute gilt es mehr vom Menschen zu wissen. Und zu schauen, wo hole ich ihn auch ab. Die Bedeutungen verändern sich und damit auch die Qualitäten unserer Beziehung. Ich habe nochmal vor 3 Jahren ein Studium abgeschlossen zur Chirologie. Schon mal gehört, Chirologie? Da wusste ich doch, etwas Neues habe ich doch für Sie. Kairos ist der günstigste Augenblick nutzen. Kairos ist der Bruder von Chronos. Chronos ist die leere Zeit, ist da, wo ich muss, wo ich rennen muss, wo ich tun muss. Alles, was ich mit Zwang machen muss, ist Chronos. Kairos beschäftigt sich mit den Momenten, wo Sie etwas Erfüllendes spüren. Kairos-Momente sind solche Momente, wo Sie die Bedingungen erfahren, die Sie ans Leben stellen sollten. Flow-Erlebnisse haben. Was ist mir? Und die Chirologie beschäftigt sich mit den Potenzialen eines Menschen, und eine Dynamik in unterschiedlichen Lebensphasen und was ist wie wichtig. Ganz spannend, wenn es zum Thema Netzwerken geht. Und das ist vielen Menschen gar nicht so bewusst, dass da einiges sich verändert. Manche Menschen, wenn ich im Live-Coaching drin bin, merke ich immer, wenn die sagen, irgendwie passt alles nicht mehr. Es passt nicht mehr zu mir und irgendwie möchte ich was anderes machen. Und das ist ganz spannend, mit dem Wissen nochmal reinzugehen und zu schauen, welche Bedeutungen sind denn heute für Sie, für dich überhaupt wichtig? Wann, wenn unser Thema ist Netzwerken, knüpfen, halten, pflegen und nutzen. Das sind 3 unterschiedliche Anforderungen, die es gilt, für uns zu schauen. Eins brauche ich brauche Kraft dazu. Und die Kraft, die sind wir uns oftmals gar nicht bewusst, was wir für Kraft haben. Wir können sie lernen, wenn wir möchten. Chirologie beschäftigt sich mit 3 Entfaltungstypen in einem Menschen drin. Einmal die persönliche Selbstentfaltung. Wie entwickle ich mich geistig weiter? Manche sind auch mit 80 noch auf dem Standpunkt wie mit 30, haben sich nicht weiterentwickelt. Und andere sind mit 30 schon weiter als andere mit 80.
Und dann gibt es die selbst die Resonanzentfaltung. Wie schwinge ich mit anderen Menschen? Und das werde ich heute Abend mit Ihnen in Kurzform, ich habe 20 Minuten Zeit dazu, jetzt noch 10, da einige Impulse dazu sagen. Wie komme ich in Resonanz zu Menschen und wie tue ich diese auch nutzen? Und das dritte ist die Lebensentfaltung. Lebensentfaltung ist etwas, wenn ich etwas durchringe, wenn ich mein Leben gestalte und aktiv werde. Ganz spannende Themen. Heute Abend die Resonanzentfaltung. Denn die Bedeutungen, auch in der Beziehung, in der Qualität der Beziehung, verändert sich. Die verändert sich oft so, dass wir es gar nicht wahrnehmen, nur merken, ist etwas unbewusst. Ich lade Sie ein, mit mir einen gemeinsamen Blick durch die Chirologie auf diese Phasen zu gehen. Wenn wir so die Natur schauen, die Natur zeigt uns, wie es sein sollte. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Alles hat seine Zeit. Das Gras wächst nicht schneller, wenn wir dauernd daran ziehen. Und es ist spannend, das zu wissen. Sie alle kennen das. Wenn ich hier so gucke, Sie wären nicht da, wo Sie sind, wenn Sie das Wissen nicht hätten. Aber es ist nun mal so, es hat alles seine Zeit. Und dazu lade ich Sie ein, mit mir jetzt ein paar Folien, ein paar Gedanken mitzugehen. Es gibt immer eine Zeit des Werdens, wo ich empfange, wo ich etwas aufnehme. Und es gibt eine Zeit, wo ich gestalte, wo ich mit viel Kraft etwas bewirken kann. Und es gibt eine Zeit, wo ich etwas bewahre, wo ich etwas sichere, weitergebe. Man ist sich dessen oft nicht bewusst. Das ist für Netzwerken, für Gesellschaften, für Marketingkreise ganz, ganz wichtig zu schauen, wie gehen wir da mit unterschiedlichen Lebensphasen der Menschen um, wie nutzen wir die und vor allen Dingen, wie weit entwickeln wir die Menschen. Gerade in so einem Netzwerk ist es wichtig, an welcher Phase meines Lebens gehe ich mit welcher Bedeutung in eine Beziehung heran. Es sind immer drei Stufen, die wir gehen. Drei Stufen, in denen wir eben werten, gestalten und bewahren. Und diese zu nutzen, darum gilt es auch im Leben zu schauen, wann mache ich was. Die ersten vier Stufen sind so, wo ich werde. Und wenn wir jetzt im Hinblick auf Gestaltung von Beziehungen, ich habe eine Tochter, die wird dieses Jahr 26, ist 25, wenn ich sie früher gefragt habe, wo warst du, was hast du gemacht, wie ist es? Ach ja, das war mal, ich habe den kennengelernt. Und trifft er euch wieder? Nö. Da ist die Beziehung zu anderen oft noch Ziel und auch zwecklos, heißt jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ich gehe aufeinander zu, ohne gleich was von dir zu erwarten. Diese Vision, diese Zielklarheit, die wir haben, wenn wir reifer sind, ist da noch nicht ausgeprägt. Es tut mir manchmal weh, wenn dann Menschen in einem Verein oder in einem Netzwerk oder in Führungsbereichen sagen, Mensch, da habe ich junge Leute, die wissen noch nicht einmal, wo sie hinwollen, die wissen noch nicht mal, was sie können. Ist doch schrecklich, als ich so alt war, war das ganz anders. So richtig wissen und wussten wir es alle noch nicht mit 25. Wenn ich bedenke, dass ich mal als Sparkassenkauffrau angefangen habe, dann im Marketing gewesen bin und mit der ganzen Kreditgeschichte nicht zu wissen haben wollte, da war da schon ein Weg, allein dahin zu kommen und später sich weiterzuentwickeln. Das wissen wir mit 25 noch nicht. Und es ist wichtig zu wissen, wenn wir mit einem weicheren, liebevolleren Blick auch auf junge Menschen schauen und gucken, wir entfalten die. Und ich merke, wenn sie Glück hat, meine Tochter hat es Glück, sie hat in ihrem Netzwerken, privat und auch beruflich, und sie ist auch in Berlin in einem Netzwerk drin, Leute, die sich für junge Leute interessieren. Sie ernst nehmen, ist ein wichtiger Punkt. Es ändert sich, wenn wir in die nächste Phase kommen, L5. In L5, das ist so zwischen 19 und 25 Jahren. 19 und 25, da gucke ich schon, wo finde ich jemand, der mit mir gestaltet? Wo finde ich jemand, der für mich offen ist, der mir Möglichkeiten gibt? Und da macht es Spaß. Ich gehe auch hinein und will das auch sehen. Und vor allen Dingen, ich will mit Menschen wachsen. Ich will wachsen und das ist auch was ganz Wichtiges. Das ist die Phase, wo wir in einem Verein, in einem Zusammenkunft, in einem Netzwerk auch schauen, wie lasse ich die Menschen wachsen, gebe ich denen Raum, dass sie wachsen können. Weil sie haben eine Begeisterung, das, was ich gelernt habe, möchte ich jetzt in die Welt hinaustragen. Nur, wie ernst werden wir genommen, oder ich ja nicht mehr, aber die anderen, wenn die in dem Alter sind. Ich komme nachher nochmal zu einer Phase, deswegen fragte ich, wie alt ist der eine oder andere. Ist spannend, sage ich, erzähle ich mal etwas von Markus Lanz, was jetzt gerade in der Zeitung stand. Komme ich aber später. L6. L6 ist dann die Phase von 32 bis 39. Da
ist der Wunsch am größten, in der Gemeinschaft zu sein. Da möchte ich dazugehören, da möchte ich im Team drin sein. Wenn ich keine eigene Familie habe, dann will ich wenigstens im Netzwerk aufgehoben sein. Bitte nimmt mich ernst und gibt mir die Möglichkeit und gibt mir die Möglichkeit zu wachsen. Und schön, wenn ich einen Mentor habe, der mich sogar noch an die Hand nimmt. Ich erlebe oft, und ich bin in zahlreichen Netzwerken auch drin gewesen und auch drin. Ich bin manchmal reingekommen, da war keiner da, der mich an die Hand genommen hat und mitgenommen hat. Hier gehe ich rein und will was geben. Da bin ich noch nicht so weit, dass ich gleich einen Nutzen rausziehen will. Sondern wir wachsen und wir merken, mit welcher Begeisterung auch, ob wir jetzt in eine Politik oder in anderen Bereichen reinschauen, die Menschen in dieser Phase besonders viel Kraft haben, die wir auch nutzen und entwickeln können. Übrigens in fünf ist auch ganz wichtig, werden Grundsatzentscheidungen gemacht. Wenn ich Menschen in meinem Netzwerk halten möchte, dann gilt es, die pfleglich zu behandeln, weil hier entscheiden die, bleibe ich oder gehe ich. Ist übrigens auch für Arbeitgeber ganz wichtig. Fachkräftemangel ist ja ein Thema. Deswegen ist es wichtig, wie gestalte ich eine Beziehung, wie halte ich eine Beziehung und wie pflege ich, dass ich nachher auch ernten kann und einen Nutzen rausziehen kann. Dann kommt eine Phase, L7, Vernunft. Da ist vernünftige Regeln brauche ich brauche Strukturen, es muss eine gewisse Klarheit sein. Ich plane gerne und gehe damit um. Ganz spannend, Anfang des Jahres, ich arbeite mit einer Firma zusammen, schon seit 2 Jahren. Wir haben einen Plan gemacht und dieses Jahr, in 2018, sollte es weitergehen. Dort ein neuer Manager, MPR, Personalentwicklung drin. Ich bekomme Anfang des Jahres eine Mail, steht drin, es wurde entschieden, dass es geht so rum und Sie werden das und das dann machen. Die, die mich kennen, wissen, wie ich da sowieso reagiere. Und da habe ich zurückgerufen und sage, okay, wer hat entschieden und was wurde entschieden? Er an der anderen Seite und sagt, es ist so, fragen Sie nicht so viel, wollen Sie den Auftrag oder wollen Sie nicht? Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich Lust habe, den Auftrag zu machen. Und er sagt, ja, wollen Sie mich anmachen? Sag ich, nein, ich will Sie nicht anmachen. Ich wollte nur fragen, weshalb ist das so? Mit meinem Wissen der Chirurgie war ich nicht böse, Ton war normal, also wie es so sein sollte. Habe dann nur gesagt, entscheiden Sie, Sie sind der Auftraggeber. Da hat er aufgelegt. Woche später rief er an, ja, wir sollten doch vielleicht nochmal drüber reden. Sag ich, ja, soll ich zu Ihnen kommen oder wollen Sie zu mir kommen? Ja, kommen Sie gern zu mir. Okay, bin ich hin. In dieser Phase sind Menschen rationaler unterwegs. Und wenn sie in den ersten Phasen nicht gerade Resonanz ausgeprägt haben, dann haben sie hier Leute, die einfach nur faktisch agieren. Ist nicht böse gemeint. Nur das zu wissen ist wichtig. Wie oft hat man dann manchmal schon eine Beziehung auch einfach hingeschmissen. So, und jetzt kommt noch die Steigerung. Von 45 bis 52. Da sind Menschen unterwegs und haben den stärksten Willen, wenn sie die Kraft haben, da ihr Ziel zu erreichen. Dann sind sie heute Abend nicht hier, um einfach Smalltalk zu machen. Sie versprechen sich in Kontakt um mindestens 1, 2 Aufträge, weil das muss sich ja lohnen. Weil ich mache ja nichts unbedingt, um nur für anderen was Gutes zu tun. Ne? Sozial hat da noch nie unbedingt jedem geholfen. Es ist normal, dass wir da ganz anders agieren und in Kontakt gehen und handeln und die Dinge aussuchen. Und manchmal hat man das Gefühl, dass derjenige, der da ist, so egoistisch wieder ist. Ich habe eine Freundin, wir zwei kennen uns über 20 Jahre. Wir waren zusammen im Urlaub. Wir haben alles Mögliche zusammen gemacht. Wir haben oft täglich miteinander telefoniert. Die kommt in die Phase rein, 46, 47. Ich schreibe eine SMS, sie meldet sich nicht zurück. Vor dem Wissen hätte ich gesagt, ich glaube, es geht los, du kannst mich mal. Mit dem Wissen der Chirurgie habe ich gesagt, alles hat seine Zeit. Es dauert noch ein paar Jahre, aber es wird sich wieder ändern. Und spannend ist genau dieses Wissen, wenn ich in bestimmten Teams oder Netzwerken und Vereinen zusammen bin und nur über die Chirurgie spreche, rufen mich manchmal Leute an und sagen, oh, da ist einer, mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Und dann sage ich, geben Sie mir mal ein paar Daten, gucke ich nach und sage, dauert noch 3 Jahre. Wollen Sie es aushalten oder wollen Sie es verändern? Ich kann exakt den Tag nachhören, wie lange dauert das? Und in der Phase müssen Sie sich das so vorstellen, das geht los, man kommt rein, man spürt schon, in dieser Phase ist Nächste. Wenn man jetzt in L8 reinkommt, spürt man hier schon,
da muss doch was passieren, das ist nicht normal, da muss was passieren. Und gerade in L8, zum Ende zum L8 hin, will man eigentlich das, was man sich in L5 vorgenommen hat, welche Vision man hatte in seinem Leben, will man gestalten. Weil da wird es langsam eng, man merkt, jetzt will ich da raus. Und da sind die Menschen meistens am ungeduldigsten und dann am stressigsten, auch in Netzwerken drin. Deswegen ist wichtig, wer ist an der Position, wem geben wir etwas, wie können wir da weitergeben, wem geben wir auch ein Stückchen Macht oder Verantwortung. Das sind alles Themen, sollte man drüber nachdenken, damit, wenn man sie halten will, sie auch halten und auch bleiben. Und danach lässt es etwas nach, weil dann kommen wir in die Phase L9 und das ist dann, wo ich kritisch prüfe, das, was ich so mitgenommen habe, möchte ich das eigentlich noch so haben? Das, was da so ist, was ist es wert? Was ist es wert, mitzunehmen für die Zukunft? Ich gehe in die Resonanz hinein. Und das ist aber auch die wichtigste Phase für die nächsten 30 Jahre. Wenn es mir gelingt, mich hier persönlich weiterzuentwickeln, offen bin für Neues, dann für die Zukunft richtig schön, weil da werde ich nochmal so offen sein, für Neues zu entdecken. Bleibe ich aber hier und sage, das haben wir immer schon so gemacht, das bleibt so und hin und her. Dann haben Sie später auch in Netzwerken die Menschen drin, die sagen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, passen Sie mal auf. Merken Sie? Und das ist das, was ich über Markus Lanz vorhin sagen wollte. Haben Sie das, die Talkshow gesehen mit diesem Kevin Kühnert? Wissen Sie, was der den gefragt hat? Markus Lanz in L8 wohlgemerkt, 46 Jahre alt. Frag doch den Kevin, sag mal, wenn du eine Entscheidung triffst, fragst du noch Mama und Papa? Und das in der Talkshow. Ist für mich in meinem Trainingsalltag, wenn ich so höre, ob das Chefärzte sind, Abteilungsleiter, wie auch immer, also von Turnung, 30 Jahre. Ich glaube, es geht los. Wo soll man denn sowas schon mal herhaben? Wir haben jetzt einen Geschäftsführer, der ist 30. Oder in einem Netzwerk, da haben sie einen gewählt hier, gerade mal 28, haben wohl keinen gefunden. Das höre ich überall. Aber dass es wichtig ist, Neues zuzulassen, das vergessen wir oft. Also in der Phase 9, wenn wir uns da weiterentwickeln, dann lernen wir, dieses zu nutzen und gehen noch ganz anders damit weiter. Ist auch eine Phase, wo wir unser Wissen auch weitergeben wollen. Und wo es auch mit Sicherheit interessant ist. Und wir tauschen uns gern über Werte aus. Über Werte und auch Neues miteinander umgehen. Die nächste Phase 10, die geht dann so von 58 bis 65, dann ist so die Phase, wo die Energie dahin geht, dass ich tief bleibende Gemeinschaften suche. Menschen, die weitermachen, die mit mir machen. So oft die Nachfolge so. Sollte spätestens hier passieren. Leider ist es nicht immer so. Wir haben viele Sepp Blatters überall rumhängen, die noch nicht abgeben. Aber das mache ich alles nur, wenn ich in L9 mich weiterentwickelt habe. Und wenn Sie jetzt in Netzwerken reingehen und schauen in L11, über die Beziehungen und Weisheiten haben wir wirklich weise Menschen und Weisheit. Und wenn Sie sich weiterentwickelt haben, dann erleben wir die nicht als diejenigen, die sagen, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen, sondern sind interessiert an die Ideen und Gedanken von anderen Menschen, die auch wichtig sind, um sich weiterzuentwickeln. Wer sich in L9 nicht weiterentwickelt hat, dann erleben wir ja diesen Starrsinn, den wir manchmal erleben. Und der ist in manchen Netzwerken wirklich hinderlich. Und denn auf Menschen zuzugehen, Neues zuzulassen, Ideen auszuprobieren, wird immer schwieriger. Und das ist schade. Deswegen ist es nichts Schöneres, als sich zu entwickeln und zu entfalten und in Resonanz zu gehen. Und in Resonanz gehen wir nun mal am liebsten in L5 zum Beispiel, in L9 sind wir wieder stark in Resonanz. Und wenn das alles stimmt, sind wir dann auch in L12 wieder gerne in der Resonanz drin. L12, wenn ich mich weiterentwickelt habe, dann will ich miteinander angenehm mit anderen zusammen sein. Richtig, wenn ich mich persönlich, bin ich ein gelassener Mensch, der in sich ruht und auch bestimmte Dinge weitergibt. Wenn ich es nicht gemacht habe, brauche ich jetzt nicht zu sagen. Ich glaube, da hat hoffentlich nicht jeder ein Bild gleich vor Augen. Aber es ist wichtig zu schauen, wie gehen wir da mit diesen unterschiedlichen Temperamenten um. Beziehungen halten, knüpfen und pflegen hat viel damit zu tun, welche Bedeutung hat das in welchem Alter. Und ich wiederhole nochmal, in L5 gehe ich rein uneigennützig. Ich will einfach wachsen, ich will dabei sein, bitte mit Begeisterung, hilft mir, macht mit, ein bisschen Spaß, ein bisschen Joke, ist ganz gut.
In L6, da will ich dazugehören, da denke ich schon Familie. Ich will behandelt werden wie in einer Familie. Kommuniziere mit mir wie in einer Familie. Wir sind auf Augenhöhe. In L7 wird es schon ein bisschen faktischer, da brauchen wir Strukturen. Merke ich immer schon, wenn ich ein Seminar öffne. Die Agenda fehlt, ne? Das ist immer so ein Thema. Oh, hab viele aus dem Alter mit drin. Ne? Dann in L7, in L8, mal gucken, ob mir das was bringt. Ne? Welchen Vorteil habe ich? Ne? Dann gehe ich ganz anders an die Thematik heran. Mit Pflegen ist so ein Thema. Wenn ich einen Nutzen habe, pflege ich was, so mache ich auch. Das merken Sie übrigens auch in Xing und in anderen Plattformen, wer wie tickt. Das ist nicht nur, wenn man sich so trifft. Das ist überall, welche Qualität habe ich und wie gehe ich damit um. Ja, und dann die anderen Seminaren. Eins steht fest, wenn Sie die Zukunft in Ihren Netzwerken aktiv gestalten wollen, ist es wichtig, alle vier Generationen dafür zu sorgen, dass alle vier Generationen dabei sind. Nämlich wir brauchen Menschen mit einem strategischen Horizont, der an die Zukunft denkt, an die andere nicht mehr denken. Zulassen. Wir brauchen Menschen in Resonanz, die andere Menschen gewinnen, begeistern können, die rausgehen, die die Leute mitreißen, die selber so in der Begeisterung sind und sagen, mach mit. Wir brauchen Menschen, die Strukturen geben und wir brauchen auch Menschen, die handeln, die nicht nur reden und diskutieren, sondern die auch handeln und sagen, so, das wird jetzt umgesetzt, das machen wir ja jetzt. Man spürt bereits, und das nochmal am Ende, am Anfang, dass sich etwas verändern muss. Nur die Kraft haben wir noch nicht. Die entwickelt sich erst in der nächsten Phase, das umzusetzen. Wenn ich weiß, was bei dem anderen Gesprächspartner, bei meinem Netzwerkpartner wahrscheinlich eintreten wird, ich also mehr über ihn weiß, als er über mich, und ich auch noch prognostizieren kann, wie wird sich die Zukunft entwickeln, was wird er in Zukunft tun, dann kann ich richtige Beziehungen aufbauen und die Menschen auch mitnehmen. Dieses Wissen schätzen viele Menschen mittlerweile zusätzlich. Nicht nur bist du ein D-Typ, I-Typ, S-Typ, G-Typ, dominant, gewissenhaft, initiativ und stetig. Nein, wir sind viel näher an den Menschen dran, mit denen zu agieren. Meine Uhr sagt mir, dass die 20 Minuten rum sind und ich bitte Sie, ruhig nachher aktiv in allen Lebensphasen zu schauen, wie kommen Sie in Resonanz, mit wem. Gehen Sie mal aktiv auf die Menschen zu, die in einer anderen Lebensphase sind als Sie. Und ich bin sicher, Sie werden genügend Gesprächsstoff heute Abend haben und die Resonanzen austesten. Ich wünsche Ihnen da schon viel Spaß dabei. Für Fragen bin ich nachher noch da, nach dem Catwalk bin ich auch noch da. Und es gibt noch einen Vorteil. Ich bin eine Fuldaerin. Mich gibt's auch morgen noch in Ihrer Nähe. Dankeschön.